In diesem Video wollen wir von ein paar weiteren Problemen sehen, dass sie NP-vollständig sind. Und ich habe hier schon mal ein paar hingeschrieben. Independent Set, Clique, Vertex Cover, Hamilton Pfad, Rucksackproblem. Die sind alle NP-vollständig. Ich denke, wir werden es nicht von allen beweisen, sondern nur von den dreien hier. Clique, Vertex Cover und Independent Set. Die sind auch untereinander sehr stark miteinander verwandt. Deswegen lässt sich das für die drei Probleme besonders schön in einem Rutsch zeigen, dass sie alle NP-vollständig sind. Um zu zeigen, dass ein Problem NP-vollständig ist, müssen wir ja zwei Dinge zeigen. Einmal, dass es in NP liegt und einmal, dass es NP-hart ist. Das in NP, das werde ich, glaube ich, immer nicht so richtig argumentieren. Das könnt ihr euch am besten jedes Mal selber überlegen zu diesem Problem, warum sie in NP sind. Die NP-Algorithmen sind aber immer ziemlich straightforward. Vielmehr werden wir uns auf die Reduktionen konzentrieren, also auf die Übersetzung zwischen diesen Problemen hin und her. Wir werden nämlich einmal zeigen, dass Clique und Independent Set gegenseitig ziemlich leicht reduzierbar sind. Und dasselbe gilt auch für Vertex Cover und Independent Set, ja, dass die beiden auch gegenseitig aufeinander reduzierbar sind. Und dann reicht eine einzige Reduktion, die werden wir dann von Dreisat machen, auf Independent Set, um zu zeigen, dass alle drei NP-vollständig sind. Okay, was sind das für Probleme? Das Clique-Problem hatten wir schon mal gesehen. Gegeben ist ein Graph und eine Zahl k. Und Frage, hat der Graph eine Clique der Größe k? Dieser Graph hier, der hat zum Beispiel eine Clique der Größe 4. Diese vier Knoten, die sind untereinander alle paarweise verbunden. Und daher würden wir diese Menge von diesen vier Knoten hier eine Clique nennen. Das Independent Set Problem ist das Problem, gegeben ein Graph und eine Zahl k, hat der Graph eine Independent Set der Größe k. Was ist eine Independent Set? Das ist sowas ähnliches wie eine Clique. Bei einer Clique müssen alle Knoten der Clique miteinander paarweise verbunden sein. Eine Independent Set ist genau das Gegenteil. Das ist eine Menge von Knoten, die paarweise nicht miteinander verbunden sind. Zum Beispiel bilden diese drei Knoten hier eine Independent Set, denn keiner von denen ist mit irgendeinem anderen von denen verbunden. Und beim dritten Problem, beim Vertex-Cover-Problem, da fragen wir uns, gibt es ein Vertex-Cover der Größe k? Was ist jetzt ein Vertex-Cover? Ein Vertex-Cover ist eine Menge von Knoten, Knoten auf Englisch Vertex, deswegen nennt man es so. Also ein Vertex-Cover ist eine Menge von Knoten, die alle Kanten abdecken, also alle Kanten covern. In dem Sinne, dass jede Kante von mindestens einer Seite abgedeckt ist. Beispiel: diese vier Knoten hier, die bilden ein Vertex-Cover. Denn jetzt ist jede Kante des Graphen gecovert durch einen Knoten. Ja? Die hier ist gecovert durch den, die ist gecovert durch den, die ist auch gecovert durch den, die ist gecovert durch den und so weiter. Ja? Also für das Vertex-Cover-Problem, da kann man sich immer vorstellen, dass dieser Graph eine Stadt abbildet mit Straßen und irgendwelchen Kreuzungspunkten. Und dann kommt, weiß nicht, sagen wir die Post. Und die sagt, wir möchten gerne Briefkästen aufstellen an irgendwelchen Kreuzungspunkten, so dass Folgendes gilt: egal in welcher Straße jemand wohnt, man muss immer nur bis zur nächsten Ecke laufen. Ja, also egal in welcher Straße jemand wohnt, zum Beispiel hier, man muss immer nur zu einem Ende der Straße laufen, um einen Briefkasten zu finden. Ein Vertex Cover wäre dann eine mögliche Menge von Positionen, sodass, wenn man da die Briefkästen hinstellt, sodass dann gilt, egal in welcher Straße du wohnst, du musst immer nur bis zum Ende deiner Straße laufen und da findest du einen Briefkasten. Wir wollen uns jetzt überlegen, dass diese drei Probleme sehr eng miteinander verwandt sind. Darum geht es eigentlich meistens. Wenn man zeigen möchte, dass irgendwelche Probleme NP-vollständig sind, müssen wir immer schauen, wie können wir das eine Problem umkodieren in das andere. Und diese Probleme, die lassen sich relativ leicht ineinander umkodieren. Schauen wir zunächst mal auf Clique und Independent Set. Wenn wir so eine Eingabe fürs Clique-Problem haben, bestehend aus einem Graphen und irgendeiner Zahl k, und die Frage lautet, gibt es in diesem Graphen eine Clique der Größe k, in dem Fall Clique der Größe 4. Wie können wir diese Frage, ob dieser Graph eine Clique dieser Größe hat, wie können wir diese Frage übersetzen in eine Independent Set Frage, also die Frage, ob irgendein Graph eine Independent Set irgendeiner bestimmten Größe hat. Also ich frage nach einer Reduktion von Clique auf Independent Set. Dafür können wir uns auch wieder vorstellen, wir hätten einen Algorithmus für Independent Set, ja,
Big News, irgendjemand hat einen Polyzeit-Algorithmus für Independent Set gefunden. Wie können wir diesen Algorithmus benutzen, um unser Clique-Problem zu lösen? Macht mal auf Pause, denkt da kurz drüber nach. Die Antwort lautet, wir können aus diesem Graphen den komplementären Graphen bauen. Der komplementäre Graph, der hat genau die gleichen Knoten, aber der hat immer genau da eine Kante, wo der alte Graph keine Kante hatte, und umgekehrt, immer da, wo der alte Graph eine Kante hat, hat der Graph jetzt keine Kante. Ja, also ich könnte die beiden jetzt übereinander legen und dann ergeben die zusammen genau den vollständigen Graphen, wo jeder Knoten mit jedem verbunden ist. So, was passiert bei dieser Konstruktion mit den Cliquen? Naja, jede Clique der Größe 4 wird hier auf einmal zu einer Independent Set der Größe 4. Diese vier Knoten hier sind alle untereinander jetzt nicht mehr verbunden. Es gilt also in jedem Fall, wenn dieser Graph hier eine Clique der Größe k hatte, dann hat jetzt dieser Graph hier eine Independent Set der Größe k. Und wenn dieser Graph hier keine Clique der Größe k hatte, dann hat dieser hier jetzt auch keine Independent Set der Größe k. Und das ist genau das, was wir uns von einer Reduktion wünschen. Sie bildet Ja-Instanzen von Clique auf Ja-Instanzen von Independent Set ab und Nein-Instanzen von Clique auf Nein-Instanzen von Independent Set. Und diese Reduktion kann auch in polynomialer Zeit durchgeführt werden. Gegeben so ein Graph und eine Zahl k, wir konstruieren einen neuen Graphen, nämlich diesen Komplementärgraphen, der lässt sich in linearer Zeit konstruieren aus dem alten Graphen, einfach durch alle Kanten laufen und umdrehen. Ja, wenn es eine gab, dann nehmen wir sie weg, und wenn es keine gab, dann tun wir sie dazu. Und das k, das lassen wir einfach gleich. K bleibt genau die gleiche Zahl wie vorher. Und damit haben wir unsere Polyzeitreduktion von Clique auf Independent Set gefunden. Interessanterweise ist genau diese Reduktion auch eine Reduktion von Independent Set auf Clique. Also das Komplementieren des Graphen und die Zahl gleich lassen, das reduziert uns Independent Set auf Clique. Ja, stellen wir uns vor, das hier wäre eine Eingabe jetzt gewesen für das Independent Set Problem. Also wir hätten uns hier gefragt, gibt es in diesem Graphen eine Independent Set der Größe 4? Na, durch das Komplementieren wird jede Independent Set der Größe 4 zu einer Clique der Größe 4. Und im Allgemeinen, ja, jede Independent Set einer Größe k, für irgendeine Zahl k, wird hier zu einer Clique der Größe k. Ich glaube, in dem Fall lautet die Antwort nein. Es gibt hier keine Independent Set der Größe 4 und dementsprechend hier auch keine Clique der Größe 4. Hätten wir aber hier nach einer Independent Set der Größe 3 gefragt, dann gibt es hier diese drei Knoten, die bilden eine Independent Set, niemand ist mit niemandem verbunden, und tatsächlich, die werden hier zu einer Dreiklicke, diese drei Knoten. Jetzt sind die alle miteinander verbunden. Also das waren quasi zwei Reduktionen, einmal von Clique auf Independent Set und gleichzeitig ist es auch eine Reduktion von Independent Set und Clique. Und wir sehen, Clique und Independent Set ist quasi das gleiche Problem. Das heißt, bis auf Komplementierung des Graphen ist es genau das gleiche Problem. Dann schauen wir jetzt noch auf den Zusammenhang zwischen Independent Set und Vertex Cover. Die haben auch einen ganz engen Zusammenhang miteinander. Schauen wir nochmal auf diesen Graphen hier. Hier hatten wir, wie gesagt, diese Independent Set der Größe 3. Also drei Knoten, die alle nicht miteinander verbunden sind. Jetzt mal Frage an euch. Seht ihr jetzt in diesem Graphen hier irgendwie visuell dargestellt ein Vertex Cover durch die Tatsache, dass ich hier eine Independent Set eingezeichnet habe? Also macht mal das Video auf Pause, start ein bisschen auf diesen Graphen und guckt mal, ob ihr irgendein Vertex Cover seht. Das muss nicht Größe 3 haben. Ja, seht ihr einfach irgendein Vertex Cover jetzt hier? Ja, dann zeige ich mal, wo das Vertex Cover sich befindet. Und zwar sind es einfach genau die Knoten, die wir nicht ausgewählt hatten für die Independent Set. Die bilden ein Vertex Cover, behaupte ich jetzt mal. Warum ist das so? Naja, wir haben jetzt ein paar Knoten blau gefärbt und alle anderen Knoten haben wir grün gefärbt. Das heißt, jeder Knoten ist jetzt entweder blau oder grün. Jeder Knoten hat jetzt genau eine Farbe. Wenn wir uns jetzt irgendeine Kante anschauen, ganz egal, welche Kante es ist, wir wissen, so eine Kante, die verläuft niemals zwischen zwei blauen Knoten, denn die blauen Knoten bilden ja eine Independent Set. Zwischen denen verlaufen keine Kanten.
Das heißt, wann immer wir uns irgendeine Kante aussuchen, hat sie mindestens einen grünen Endpunkt. Und das ist genau die Bedingung für ein Vertex-Cover. Jede Kante muss von mindestens einer Seite abgedeckt sein. Jetzt wieder Frage an euch. Seht ihr, wie aus dieser Erkenntnis jetzt eine Reduktion bauen könnt von Independent Set auf das Vertex-Cover-Problem? Also auch jetzt nochmal kurz auf Pause machen und einmal kurz sagen, wie reduziert man jetzt das Independent Set-Problem auf das Vertex-Cover-Problem? Die Antwort ist, diesmal funktioniert die Reduktion wie folgt. Wir bekommen irgendeinen Graphen und eine Zahl als Eingabe. Das ist die Eingabe für Independent Set. Was macht die Reduktion daraus? Sie lässt den Graphen genau gleich. Ja, der Graph bleibt unverändert. Wir verändern jetzt aber möglicherweise die Zahl. Denn wir haben ja gesehen, wenn der Graph einen Independent Set der Größe 3 hat, dann gab es einen Vertex Cover der Größe 4. Warum ausgerechnet 4? Naja, das ist die Gesamtzahl aller Knoten minus die Größe der Independent Set. Es gilt also Folgendes. Ein Graph hat eine Independent Set der Größe k, genau dann, wenn er ein Vertex Cover der Größe Anzahl aller Knoten minus k hat. Wir konstruieren also eine neue Zahl k, nennen wir sie jetzt k'. K' ist die Anzahl der Knoten dieses Graphen minus k. In diesem konkreten Beispiel wäre das jetzt 4 gewesen. Ja, wir hätten also diese Instanz, diese Eingabe für Independent Set, dieser Graph und die Zahl 3, hätten wir übersetzt in den gleichen Graphen und die Zahl 4. Und von diesem Graphen fragt man sich dann, gibt es ein Vertex Cover der Größe 4? Wenn die Antwort ja lautet, dann ist es auch ja, es gibt ein Vertex Cover der Größe 3. Und wenn hier die Antwort nein lautet, nein, es gibt hier kein Vertex Cover der Größe 4, dann ist hier auch die Antwort nein, es gibt keine Independent Set der Größe 3. Es gehen also wieder Ja-Instanzen auf Ja-Instanzen, Nein-Instanzen auf Nein-Instanzen. Es ist wieder eine Polyzeitreduktion. Ja, der Graph muss überhaupt nicht verändert werden. Hier bei der Zahl, da muss einmal Minus gerechnet werden. Das kriegt man auch noch in Polyzeit hin. Und auch hier ist es wieder so, dass diese Reduktion wieder genau so umgekehrt funktioniert. Also dieselbe Konstruktion ist eine Reduktion von Vertex Cover auf Independent Set. Also wäre das hier eine Eingabe für Vertex Cover gewesen, dieser Graph, Frage, gibt es einen Vertex Cover der Größe 3, hätte man sich stattdessen einfach die Frage stellen können, gibt es in diesem Graphen hier eine Independent Set der Größe 4? Die Antwort auf beide Fragen wäre genau die gleiche gewesen. Das waren also diese wechselseitigen Reduktionen zwischen Clique und Independent Set und zwischen Vertex Cover und Independent Set. Diese Reduktionen alleine, die sagen uns jetzt was? Die sagen, Clique, Independent Set und Vertex Cover sind im Prinzip gleich schwierig. Sie haben die gleiche Komplexität. Wenn eines davon effizient lösbar ist, dann auch die anderen beiden. Ich kann ganz leicht von einem ins andere übersetzen. Wenn eines von denen schwierig ist, also nicht in Polynomialzeit lösbar wäre, dann sind auch die anderen nicht in Polyzeit lösbar. Was jetzt noch fehlt, ist zu zeigen, dass diese drei Probleme, Clique, Vertex Cover und Independent Set, auch tatsächlich NP-hart sind. Und das machen wir im nächsten Video mit einer Reduktion von Dreisat auf Independent Set. Ja, warum nicht in diesem Video, warum erst im nächsten Video? Naja, das ist ein älteres Video, da hatte ich irgendwann schon mal die Reduktion von Dreisat auf Independent Set gezeigt. Da muss ich das jetzt nicht neu aufnehmen.